Leute und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kern und zurück mit Let's Play Girls und Panzer Dream Tank Match und ich will nicht ins Hauptmenü zurück. Danke. Oh ja, geil. Geil, das Lied ist geil. Das ist... warum sage ich, dieses Lied ist geil? Ich bezeichne es als das in meinen Augen, nach meinen Kenntnissen, erste Trolllied überhaupt. Und zwar, warum? Dieses Lied ist ein finnisches Volkslied. Säkkiä Varm Polka oder so ähnlich heißt das. Wahrscheinlich habe ich es komplett falsch ausgesprochen. Welches im finnisch-russischen Fortsetzungskrieg so um 1941 genutzt wurde. Die Russen haben Granaten, Bomben, ich weiß jetzt nicht, was genau. Minen waren das. So ist der Ausdruck. Minen auf einem riesigen Feld versteckt, verteilt, wie auch immer. Diese haben sich aktiviert, wenn eine bestimmte Melodie aktiviert wurde, welche einen dreiteiligen spurigen Akkord hatte. Ich bin jetzt nicht so der Musiktyp, weshalb ich jetzt die genauen Ausdrücke nicht kenne. Naja, und die Finnen haben halt dies herausgefunden und eben dieses Lied dann circa 15.000 Mal laufen lassen. Von 1941 bis 1942, um dann halt diese Minen zu deaktivieren, weil dieses Lied ebenfalls diesen dreispurigen, dreiteiligen Akkord hatte. Und das nenne ich richtig trollig, weshalb ich dieses Lied so unendlich abfeiere. Na gut, Destroy All Panzers, okay. Wir versuchen es einfach mal, Bums. Ich feiere auch die Szene im Film so. Das ist ein einziger kleiner Panzer, der unglaublich schnell und wendig ist, dass die anderen dann nicht hinterherkommen. Währenddessen spielt Mika auf so einem komischen Instrument dieses Lied. Das nur, um denen da oben die Zeit zu geben, den Karl da oben zu zerstören. Wow. Shit. Autsch. Huch, ich habe einen Drift endlich mal hingekriegt. Upsala. Ich hätte voll Bock, mal hier wegzukommen. Das wäre voll geil. Und ich kann auch Skills aktivieren. Habe ich mittlerweile herausgefunden, wenn ich die Dreieck-Taste gedrückt halte. Werden mir jetzt auch die Schwachpunkte angezeigt. Der eine Panzer schleudert den anderen Panzer quer durch die Luft und das bringt nicht viel. Fast so wie ich das mache, sah es auch im Film aus mit den gegnerischen Panzern. せっかく踏み台になったのに作戦失敗だ絶対しろ
しいもパスタを作ってやるからさ。パスタ？マジっすか？よし、飛べー！ So fliegt der Schülerrat, da fährt der Schülerrat über dem Panzer, der am Boden liegt, fliegt rüber und zerstört den Karl. Ach schön. Ich feiere die Szene jedes Mal, wenn ich sie sehe im Film. Ist einfach so episch. So richtig schön drollig. Und da ist der Panzer des Schülerrats. Zwar keine große Power und keinen so großen Schild. Ist dafür aber schnell. Na gut. の狙撃お見事でした。はい、殺人レシーブ作戦は失敗しましたが、結果的にはナイスプレーでした。どんぐり正体のみでカールを潰せたのは大きかったな。こっちからどんぐりずに増援を出していたら、きっとアリスたちにその隙を突かれていたからね。ま、それもこれも継続ちゃんが護衛を全部引き受けてくれたからなんだけどね。橋が落ちたり片輪吹っ飛んだり、この時は走ってて面白かったな。ねえねえ、私たちの戦いどうだった？はい、最後までひるむことも諦めることもない継続高校さんらしいとても素敵な戦いでした。 BT42 の天輪走行も最高でした。さすがクリスティ式サスペンションですね。ダージリン様、私のクルセイダーもクリスティ式だから天輪走行できるようにしてくださいなのですわ。ローズヒップ、残念だけどクルセイダーにそれは無理ね。ミカさんはこの戦いどうでしたか？戦車道には人生にとって大切なことがたくさん詰まってる。その一つがここで風になったのさ。それはつまり、ミカの言ってること分かんなくても気にすることないよ。そうそう、私らでも分かんない時結構あるもんな。そうなんですか。大学選抜の方はこの戦いをどう捉えていたんだ？あの戦力にカールがやられるなんて思わなかったよ。一本取られたって感じかな。カールは戦車と比べて機動力がほとんどない。砲撃を始めたら見つけられてやられることは想定内。でもちょっとびっくりした。うんうん、どんぐり正体恐るべし。いやー、頑張った甲斐はあったね。どんぐり正体の戦いの後、私たちは廃棄された遊園地跡地に戦いの舞台を移すことにしました。この時残っていたのは、こちらは地波新旧1両ずつ、パンター2両、 T34、IS2、カーベイ2、BT42、合計8両が撃破されています。ありがとう花さん。こちらの残りは22両。大学選抜チーム側はパーシング5両とカールを失い、残り24両。22両対24両、数の上では互角に近いですが、状況的にはほぼ大学選抜側の作戦通りに進んでいました。急増チームでは定石通りもやむを得ないが、美穂、見事に逆手に取られたな。うん、だから遊園地に移って私たちらしい戦い方をしようって。私たち個々の特徴を様々な地形で生かし、なおかつチームワークを持って戦う、各自に高い能力を要求する戦術も。はい、私一人じゃ無理だけど、みんなとならやれるかも。みんなの力を信じようって思ったんです。ま、少なくともカチューシャを信じたことは正解ね。そうでしょ、ミホージャ。
でも勇気が必要な決断だよね。統一された集団攻撃は戦車道ではすごいパワーを持っているのに、それを手放しちゃったんだから。ああ、各自がそれぞれ違ったやり方を取りながらも、お互い勝利を目指して団結する、これも美穂の戦車道なんだな。戦力に劣っていても勝利を決して諦めない、アンツィオの理想と同じだな。西住さんがそこまで我々を信じてくださっていたとは。すみません、まだまだ西住さんの素晴らしさ心得違いをしておりました。西さん、素晴らしいだなんてそんな、私はただ必死だっただけで。負けて学校をなくさせるわけにはいかなかった。それに一緒に勝ち込みをかけてくださった皆さんの人情にもお答えしなければなりませんでしたから。そうです、今までだって私たちはこうやって西住殿の元で戦ってきたんですから。これからだって私たちはそんなミポリンと一緒に戦車道をやる、きっとそれが私たちの戦車道なんだよ。ちょっとうるっときちゃった。でもそれはそれ、これはこれ。ハンカチハンカチ、相手にどんな事情があろうと試合は常に全力。ほらこれを使いなさいよ。それも戦車道、分かってもらえるかしら。はい、もちろんです。これが美穂さんたちの戦車道、やっぱりボコみたい。そうかな、そうだったらちょっと嬉しいな。って私の写真じゃん、びっくりした。作戦を伝えているところですね。遊園地跡地に陣取った私たちは南正門、西裏門、東通用門の3つの侵入経路を想定して大学選抜チームを待ち受けました。こちらは隊長、ここは私たちに任せてください。隊長が出るまでもありません、じわじわ締め上げてやりますという感じだったが、場所を変えて立てこもったのなら作戦の変更があったはず。遊園地への突入と変更された作戦を探る必要があった。各中隊判断での戦闘だったんですね。写真はありました。当初の布陣では南正門を厚めにしていたな。土煙の量で判断していたようだ。はい、でもアンチョビさんのおかげで欺瞞作戦だと気づけたので、一部車両の他は主力部隊への対応に当たってもらいました。チャーフィーとパーシングがスモークを焚いてますね。こんな場面も撮影してあるとは、報道部さすがです。気づかれたのは想定内でも私たちが上から監視していたとは気づかなかったようだな。この発想はちょっとなかったわね。戦車道の試合で空を見上げるなんてあまりないし、この時気づいてればな。で、こっちは相手車両が4両だって気づいたから攻撃を開始することにしたのよね。ああ、戦力を引きつけておく目的なのは明白、攻撃をしない理由はない。はい、ティーガーにティーガー2、T34、火力でも負けていませんでしたからね。それではこの南正門前の戦いで思い出作戦を始めたいと思います。視界が不明瞭な状況で皆さんがどう戦ったのかですね。それではパンツァー4。Wenigstens fangen sie mittlerweile an, über die Story zu reden. Ich will nicht zum Hauptmenü zurück, danke. Gut, in diesem ersten Kampf am Vergnügungspark schauen wir mal uns das aus Erikas Sicht an. Hier fliegt eine blöde Fliege rum, wo kommt die wieder her? Stört ein bisschen. Naja. Gut. Ja, das ist natürlich perfekt so. Und ein Treffer. ああ、もう！チャ
1両撃破しました。よし、畳みかけるぞ。Ein Problem. Wenn ich hier mal wegkäme. Ich würde gerne rumfahren. Wollte ich gerade zerstören. Panzer High, Yahoo und Zack! Ja, jetzt weiß ich halt endlich, wofür dieses Act ist. Sobald das voll ist, kann ich entweder Dreieck oder Kreis und Dreieck zusammendrücken. Und dann verschiedene Skills aktivieren. Das habe ich zufällig rausgefunden. Als ich mal ein bisschen für mich selbst gespielt habe. Bin ich zufällig auf den Guide gekommen. Im Spielmenü. Und dann stand das da. Erika als Tank Commander bekommen. Alle Klärchen. So, jetzt skippen wir die Story einmal und gucken mal bei Miho. Mao war das, nicht Miho. Mao. Gott, ey. Die Namen. Dann sehen sie halt sich halt auch noch so ultra ähnlich. Wie wundert's, dass man da durcheinander kommt. Es fliege. Ja, und da, wenn ich die Dreieck-Taste gedrückt halte, kann man halt sehen, was ich so für Fähigkeiten habe. Voll daneben. Gleichzeitig kann ich es aber nicht aktivieren. Okay. Sand. So, einen haben wir. Dann knöpfe ich mir den da mal vor. Ja, und hau voll daneben. Und das war's auch schon. Mit den Fähigkeiten geht das wirklich so viel einfacher. Hätte ich das am Anfang mal gewusst. Damals, ich glaube in Part 1, wo ich so endlos lang auf den einen Panzer drauf geschossen habe. Hätte ich das damals schon gewusst. Ach, das ist ärgerlich. Na gut, lass mich mal kurz auf die Zeit gucken. Oh, da geht noch ein bisschen was. Auch wenn sie dann nur am Quatschen sind.僕が好きなところも同じだもんね。そういえば真帆さん、
マオさんも僕が好きなんですか？え、そうだな、それは。お姉ちゃん？よくわからないのだが、嫌いではない。南正門の次は西裏門だったな。西浦門の守備には千葉丹学園の皆さんについてもらっていました。アヒルさん、かわいい。はっ、いたずらな突撃は良くないと意見具心を受けた我々はよく考え、偽装した上での奇襲突撃戦術を編み出しました。やっぱり突撃なんだな。それが千葉丹学園ですから。意見の具心は福田さんからと聞きましたけど。はい、福田、あの時は必死だったのでつい僭越な真似をしてしまいました。大変申し訳ございません。気にするな、福田のおかげで我々は新しい突撃に目覚めることができた。そうだぞ、千葉丹魂に恥じることなく大洗の皆さんのお役に立てたのはお前のおかげだ。福田、あの時は怒鳴ってすまなかったな。福田、福田、感激であります。皆さんのお言葉もったいないのであります。この偽装奇襲突撃にて我々はついにパーシングの撃破に成功。おそらく千葉丹学園史上初の快挙、感涙の極みでありました。空の次は水の中、発想が自由ってすごいわね。感心しちゃうわ。美穂さん、皆さん話も盛り上がっていますし、こちらの戦いを次の思い出作戦にしましょうか。うん、そうだね。アリスちゃんもそれでいいかな。わかった。それでは西浦門の戦い、思い出作戦のスタートです。パンツァーフォー。Was ist denn los, ey? Wir kommen ja sogar zu etwas. Immer ernsthaft, sonst warten wir doch immer stundenlang, bis wir da fertig sind. Mit ihrem Smalltalk. Wow. Gefällt mir. Langsam werden sie ernster und erzählen auch mal, was los ist. Finde ich interessant. Sie haben ihre Panzer halt mit so Entenköpfen verkleidet. Irgendwo süß. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir Entenköpfe bekommen. Okay, jetzt hab ich's verkackt. Wir hätten einen guten Angriff starten können, aber nein, ich so, nöp, ich, wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Auch nicht gerechnet. Oh. Damit wir fahren direkt in 2 und. Fahr mir jetzt nicht vor die Kanone. Danke. So viel zum Thema nicht vor die Kanone. Na gut, das ging aber doch relativ flott. Dann kriegen wir den anderen Kampf auch noch hier rein. In dem Part. Und dann verabschieden wir uns mal wieder. Ey, wir bekommen einen der finnischen Panzer. Der Typ 97 Medium Tank. Und Tamada als Panzerkommander. Die Story kennen wir. Na gut, dann noch aus Fukudas Sicht.
Diesmal mal, bleiben wir mal etwas länger in, im Entchenmodus. Entchenmodus. Ja, ist doch so. Und dann schauen wir mal, wie das laufen wird. Als Entchen. Who the fuck is Entchen Techno? Ich glaube, mehr wird hier nicht passieren dann. Direkt so ein zerstört. Ohne dass die sich irgendwie wehren konnten. Upsala. Da ist doch eine Ente! Geh doch aus dem Weg! Wo ist der andere? Da ist er! Da hat er sich versteckt! Wir haben halt noch ein bisschen Zeit. Ich gehe jetzt einfach mal nach Boko suche. Ob wir irgendwo einen Boko finden. Die sind stark genug, um den eventuell alleine Platz zu machen. Da brauchen sie ja mich nicht unbedingt. Hier gibt es einige Bokos zu finden, wie man da sieht. Frag mich halt nur, wo. Denn mindestens einen will ich auf jeden Fall haben. Drüben ist keiner. Toll. Zerstören hier alles. Na gut, dann hole ich mal den Kelso. Gut. Hol ich mir die Bokos halt selbst. Für mich. Wenn man mir schon keine so im LP geben will. Oder nur selten. Wir hatten ja schon mal welche. Naja, gut. Crew Irwin. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Girls and Panzer Dream Tank Match. Bis zum nächsten Mal. Ciao.